Ja, der ist darauf rumgeritten, dass er auch keinen Bock mehr hatte. Sich den nächsten Porsche gezogen hat. An der Stelle war mir klar, der verarscht uns. Was denkst du, warum hier in der EU die Verbraucher ganz besonders geschützt werden müssen? Ja, weil sie immer alle blöder werden. Der Händler sowieso. Der hat immer ganz anders, viel billiger. Das ist wirklich eine kuriose Kundenstory, muss ich wirklich sagen. Das ist wirklich eine kuriose Kundenstory. Irgendwie hoffe ich, dass es nie erfunden ist, aber irgendwie hofft man es ja irgendwie doch. Willkommen im Auto. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen beim neuen weiteren Video der Formel Autogesellschaft. Heute kommt endlich ein ganz spezielles Thema. Ein Thema, was wir schon so oft angeteasert haben, so oft Spitzen losgelassen haben. Ja, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Porsche und seine Kunden. Vor allem alte oder gebrauchte Porsche und seine Kunden. Wie ja viele von euch wissen, bin ich ja selbst ein Freund oder ein Liebhaber, nennt man es, oder ein Enthusiast der Marke Porsche. Ja, bin fasziniert von den Fahreigenschaften, Fahrcharakteristik, Sound, Aussehen. Hat Porsche die letzten 30, 40 Jahre verdammt viel richtig gemacht, auch eher schon logischerweise. Das ist der positive Aspekt an der ganzen Sache. Das Nachteilige ist, wenn du Autohändler bist und diese Fahrzeuge handelst. Ich habe immer gedacht, Mensch, das sind Spielzeuge, das ist ja fast wie so ein Wohnmobil, das ist ja für die Leute wie ein Hobby. Das muss ja geil sein, ja. Für die meisten ist ein Porsche ja ein Zweitwagen, nicht unbedingt der Daily Driver. Gut, es gibt auch Leute, die fahren sowas im ganzen Jahr, gar keine Frage. Wir reden jetzt aber nicht vom Cayenne oder vom Panamera oder vom Taycan, sondern wir reden einfach nur vom 911, 996, 997, 991 und wie sind ja alle Häsen, die üblichen Verdächtigen, 964, 903 und so weiter und so fort und die ganze Litanei. Freuen Sie sich sogar. Wir haben schon vor über 10 Jahren 996 gehandelt. Da habe ich eigentlich mal gedacht, Mensch, so die Porsche-Käuferschicht, das sind entspannte Leute, weil die kaufen ja ein Spielzeug und ein Hobby. Und ich musste mittlerweile zu der Erkenntnis kommen, dass sie alles andere als entspannt sind. Inserierst einen 20 Jahre alten Porsche im Internet, der hat für sich 100.000 Kilometer runter und die erste Frage ist das Ding aus der Hand? Und du bist mit dem Ding quasi im Netz auf Platz 3, wenn du die Suche offen gestaltest. Ja? Meinetwegen ein Handschalter, Coupé, Heckantrieb, Facelift aus 0,2 mit 320 PS, ja, MK2 und das Ding kostet irgendwie 25 Mille und du bist 100.000 Kilometer und die Leute rufen dich an und fragen dich, ob das Ding erster Hand ist, unfallfrei und ob das Ding ein lückenloses PZ-Checkheft hat und alle Wartungen gemacht wurden. Und wenn du dann sagst, nee, das Auto ist aus vierter Hand, hat einen Kotflügel mal beilackiert und die ersten 3 Wartungen waren bei Porsche und danach ist das Ding irgendwo in der freien Werkstatt gewesen, dann fragen die, warum, wieso, weshalb. Kann ich keine Antwort drauf geben. Pass auf, das ist halt wie immer mit so einem alten Porsche, ja, ich hätte schon fast gesagt, scheiß Porsche. Das kauft irgendwann mal einer. Vielleicht ist es eine Tageszulassung, ein Leasingrückläufer, weiß der Teufel was für ein Scheiß, von irgendeinem Geschäftsführer. Der rubelt dort die ersten 2, 3 Jahre, wenn es gut läuft, wenn überhaupt, drauf rum. Haut den Ding richtig in die Fresse, im Zweifel vielleicht aber auch nie. Ich weiß es nicht, ich saß nie daneben. Und dann gibt er das einfach ab und holt sich was Neues. So läuft das immer. Wenn du zum Beispiel einen 5 Jahre alten Porsche hier stehen hast, weiß ich, 991, hat man schon. Ja, war das Ding. 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre, ich weiß es nicht mehr genau. Gucken wir mal, ob wir den noch finden. Mann, hat mir schon viele Porsche. Und da sehe ich, wenn ich jedes einzelne Auto sehe, bis auf 1 oder 2 Ausnahmen, waren die immer mit Kopfschmerzen verbunden. Also wirklich, ich sage, ich... Und da sind ja alles Mögliche dabei, ne? Da haben wir Autos, die hatten nur 30.000, 40.000 runter oder 50.000 oder 60.000, ja? Und ein Riesentheater. Soll ich mal durchzählen, wie viele Porsche wir verkauft haben? So 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 6,5 Stunden später. 47, 48, 49. 50 Porsche. In den letzten, seitdem es die Autogesellschaft gibt, ich sage jetzt mal knapp 5,5 Jahren. 10 Stück im Jahr, kannst du sagen. Und wenn ich jetzt hier so durchgucke, dann sehe ich ja hier die ganzen alten Bilder. Ja? Also da ist ja alles dabei, ne? Vom Cayenne bis zum Panamera. Hier haben wir noch einen 968 mit dabei. Diverse Cayennes, einige Boxster, 996, 997, Julian kann ja da mal hier so durchscrollen und kann euch das da mal so grob zeigen, also wirklich alles Mögliche, ne? So. Und jetzt mal ohne Scheiß, wenn ich das hier so sehe, ich kann jetzt mal nur so die ersten Kopfschmerzen, 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 muss ich aus dem Laden werfen, weil er hier die Leute angeschrien hat. Der hat hier gekauft den Porsche Cayenne S im Jahr 2018 oder 19 war das, mit 132.000 aus 2007. An dem Auto war de facto eigentlich nichts. Die Batterie war, glaube ich, entladen. Ne? Irgendeine sinnlose Kleinigkeit. Da hat er hier die Kollegen angeschrien und bedroht.
Das habe ich dann mitbekommen. Da war da hier noch mit irgend so einem, weiß nicht, irgendeinem Aushilfsbodyguard oder was da mit dabei stand. Der war hier irgendwie ein Gans. Ja, lache nicht, es war wirklich so. Und da hat er sich hier aufgebaut in der Tür, schrie hier die Kollegen an. Und dann bin ich hier in die Tür rein und habe gesagt, pass auf, Kunde, du kannst jetzt den Kopf einziehen und dort rausgehen, ansonsten knallst gleich. War ich noch freundlich, habe ihm ein Hausverbot erteilt und gesagt, verpiss dich jetzt. Und dann hat er mich angeguckt, hat wahrscheinlich gesehen noch ein Wort und ich renne in den rein. Vor 3-4 Jahren, sag ich mal, da war ich schon auch noch um einiges stabiler als jetzt, glaube ich, und hatte wahrscheinlich schon einen ganz anderen Ausdruck im Gesicht. Der hat dann eingesehen, dass es jetzt wahrscheinlich klüger ist, dann doch zu gehen. Dann ist der wortlos gegangen und den haben wir nie wieder gehört und nie wieder gesehen. Da waren wir noch bei dem vor Ort und haben den das Auto von zu Hause abgeholt, um das zu reparieren. Da war der schon sehr ausfällig und da habe ich damals schon gesagt, pass auf, wenn der jetzt hierher kommt und das Auto abholt, ja, da haben wir denen gesagt, der kann gerne, er kam hier aus der Region. Ich sage, wenn er das Auto jetzt hier abholt, dann will ich auf jeden Fall da sein. Ich halte mich erstmal zurück, ja, und beobachte das mal und stand hinten hinter der Tür und habe abgewartet, was passiert. Und als der hier wieder anfing, weil die mir das erzählt haben, ja, dass der völlig ausfällig war und ein völlig geisteskranker Typ sein muss, konnte ich das erstmal gar nicht loben, bis ich es dann erlebt habe. Aber egal, man wird ja erwachsen, ne? Da haben wir schon ganz andere Sachen durch, ne? Aber das ist eine andere Geschichte. Da hatte dann der Kollege Falk damals mit einem anderen Kollegen in der alten Firma noch ein Auto zur Reparatur von der Reparatur oder beziehungsweise ausgeliefert zum Kunden. Und die hatten da in ihrem Garten, Vorgarten schon irgendwie 3 Bier genascht und der fühlte sich da irgendwie ganz besonders stark vor seinen Kumpels da irgendwo im Ländlichen. Und da Falk sich dann hingestellt und gesagt, pass auf, Kunde, noch ein Wort und du schläfst jetzt hier gleich. Dann kannst du eine dicke Jacke anziehen, du Vogel. Weil du liegst eine Weile. Du lachst. Da haben wir alles schon durch, wirklich. Und der hat es wirklich richtig übertrieben, ne? Also wirklich, der Falk hat eine Engelsgeduld, ja. Und, aber ich glaube, da, wo der hinschlägt, da wollte ich auch nicht stehen. Aber wir driften schon wieder zu weit ab. Wir waren ja bei der Porsche-Thematik. Und diese Autos, wenn ich diese sehe, sehe ich nur Kopfschmerzen. Ich überlege jetzt gerade wirklich ernsthaft, welches Auto A sich gut verkauft hat und B ohne Theater, ohne Fragen. Wieso hatten der 3 Vorbild? Du musst mal überlegen, da rufen die Leute hier an. Da hast du einen, das war ein 2014er 991, ein 7 Jahre alter Porsche. Der war aus zweiter Hand, war unfallfrei. Haben wir hier von jemandem, von einem sehr netten Mann, hier aus der Region gekauft. Und da musstet ihr wirklich ohne Scheißkunde das Auto zu verkaufen, waren auch Kopfschmerzen. Da rufen die Leute hier an und fragen, warum ist denn der, fragen, wie viele Vorbesitzer hat der? Da steht da drin, 2 Besitzer. Warum hat denn der 2 Besitzer? Warte kurz. Nee, ich krieg gerade keine Verbindung zum Universum, schade. Kann ich dir nicht sagen. Der weiß einfach schon, 2 gefallen hat, nicht deswegen. Der eine hat gesagt, geil, ich brauch so ein Auto. Dann ist er damit 2 Jahre rumgefahren. Dann hat er die Karre zurückgegeben und hat gesagt, geil, ich brauch was Neues. Dann kam der nächste in den Laden gelatscht und hat gesagt, boah, das ist es. Ja, der ist darauf rumgeritten, dass er auch keinen Bock mehr hatte. Sich den nächsten Porsche gezogen hat. Weil wenn du nämlich eben mal Porsche fährst, fährst du eigentlich nichts anderes mehr. Es gibt 2 Arten von Porsche-Fahrer. Die, die ein Leben lang einen fahren und die, die nie wieder einen kaufen werden. Aber was ich persönlich, meine Handelserfahrung, und wir kommen gleich zu der eigentlichen Story, ja, wo ich gesagt habe, jetzt reicht es langsam. Aber meine Handelserfahrung ist und sind, lass die Pfoten von den Dingern. Außer, du hast den fast geschenkt bekommen gefühlt. Das Ding ist am besten erste Hand, ist unfallfrei, trotzdem 20 Jahre alt, ist nachlackierungsfrei und hat ein lückenloses Checkheft. Dann kriegst du auch gutes Geld. Weil dann kannst du nämlich zu jedem am Telefon sagen, die haben alle einen Fragenkatalog, alle den gleichen. Du kannst uns Internet reinschreiben, das ändert nichts. Du kannst reinschreiben, wann welcher Service war. Warum schreibst du das denn ins Internet rein? Weil die Idioten sowieso nie lesen, du Hippie. Warum soll ich das reinschreiben? Das liest keiner. Die stellen dir dieselben Fragen nochmal. Schicken Sie mir mal die Service-Historie. Steht im Internet. Haben wir ein Foto von gemacht? Sitzen jetzt wahrscheinlich einige da und denken, das kann doch gar nicht sein. Das ist der Quatsch, was der erzählt. Nee, es ist so. Was denkst du, warum hier in der EU die Verbraucher ganz besonders geschützt werden müssen? Ja, weil sie immer alle blöder werden. Das ist das Problem. Die hören nie zu und lesen nie, was sie da unterschreiben. Das ist das Scheißproblem. Was denkst du, warum wir jetzt vorvertragliche Vereinbarungen jetzt in diesem Jahr treffen dürfen seit dem 01.01.2022? Warum? Weil die Leute nicht mehr in der Lage sind zu verarbeiten, was sie da gerade machen. Ich sage dir so, wie es ist. Du kannst ihn 3-mal sagen. Das ist der Fakt. Das kannst du denen 3-mal hinschreiben. Die lesen uns Inserat nicht. Das ist völlig egal, was du reinschreibst. Du kannst schreiben, deine Mutter ist ein Hurensohn. Du kannst es denen vorab mailen nach Hause, bevor die hierher kommen. Nach Hause. Die unterschreiben das und schicken es zurück und wundern sich dann hier. Du kannst denen sagen, du kannst denen schriftlich geben, es reicht aber nicht. Und das ist genau das Gleiche bei solchen Porsche-Kisten. Das kannst du lassen. Die Leute lesen das nicht. Du kannst die ganze Ausstattung, das merkst du ja schon alleine an der Ausstattung, weißt du nicht? Du kannst die Ausstattung, du gibst es ein. Du markierst die interessanten Sachen noch fett. Also was ich hier, LED-Scheinwerfer, virtuelles Cockpit, was es nicht alles Tolles gibt. Machst du alles fett.
Und das Ende vom Lied ist, die fragen dich, hat er das, hat er das, hat er das? Und du guckst dir das ins Rand und sagst, da steht doch alles drin. Da steht doch drin. Ja, schicken Sie mir mal die Ausstattungsliste. Wissen Sie was, ich schicke Ihnen die Fahrgestellnummer. Fragen Sie beim Hersteller nach. Ist besser. Weil wenn ich dir nämlich eine Ausstattungsliste schicke und stell dir vor, da steht irgendwas drin, was er hat oder nicht hat, geht er dir dann damit auf den Sack. Das ist wirklich, das kann man sich immer nicht vorstellen, aber so ist es wirklich. Und wenn du denkst, ein Porsche kann jeder verkaufen, nee. Weißt du, wie viele Verkäufer sich hier schon an solchen Porsche die Zähne ausgebissen haben? Weil im Porsche musst du verkaufen können. Das ist kein Selbstläufer. Stell dich hin, da geht er weg. Ja, natürlich, wenn irgendeiner kommt, der sowieso kauft. Der hat schon die Kaufentscheidung getroffen, der wusste dann noch gar nicht, dass er ein Auto kaufen will. Ja, dem gibst du das Ding mit, aber der hat dann hinterher auch 1000 Fragen und rennt im Zweifel zum Anwalt, weil er sich betrogen fühlt. Und der Verkäufer weiß schon, der weiß schon vorher, wenn so ein Auto angekauft wird, in Zahlung genommen wird, frei zugekauft wird, was die Probleme an dem Ding sind. Zum Beispiel, was ich, ist so ein, sagen wir mal, ein 10 Jahre alter Porsche 997. Nehmen wir einfach mal einen Standard 997 MK2. Wenn das Ding aus dritter Hand ist, ist das Ding eigentlich tot. Da kann der noch so lückenlos scheckhaft gepflegt sein. Oder unfallfrei. Ist der aus dritter Hand? Hat vielleicht noch den letzten Service nicht bei Porsche gesehen, sondern weiß ich, vielleicht beim, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber einfach beim Öfferzentrum oder sowas. Ja, dann ist das Ding durch, Alter. Dann ist er einfach 5 Mille weniger wert. Bei diesen Autos kauft der Kunde, ist das Auto zweitrangig. Da geht es gar nicht ums Auto. Das ist so das Beiwerk, die kaufen die Geschichte von dem Ding. Ich kann das ja auch verstehen, weil die Autos sind teuer, aber man muss es ja auch mal ein bisschen ins Verhältnis setzen. Ich kann nie sagen, ich will das Ding billig, das muss aber alles können. Das passt irgendwie nicht zusammen. Das ist ja das Nächste. Das ist ja nicht so, dass die Porsche-Käufer, die so einen gebrauchten Porsche kaufen, dann irgendwie einen Höchstpreis bezahlen wollen. Ja, das kannst du ja vergessen. Die wollen das Ding ja am besten geschenkt. Und wenn ich so die Preisentwicklungen sehe hier der letzten 4-5 Jahre, Boxster, kannst du die Pfoten von lassen. Die normalen Boxster, die alten, kannst du lassen. 986 oder wie die heißen. Cayenne, Katastrophe. Cayenne-Käuferschicht, immer irgendeine Scheiße. Da haben wir massenhaft schon gehabt. Das Einzige, was immer cool funktioniert hat, sind so alte G-Modelle. Dann hatten wir zum Beispiel immer einen sehr geilen 997 Turbo in Tannengrün. Das ist übrigens Ferdinand Porsches Lieblingsfarbe gewesen. Eine saugeile Farbe und ein wirklich gutes Auto. Als man bei Porsche gesagt hat, jo, wir machen jetzt mal aus luftgekühlt Wasser gekühlt, weil geht alles nicht mehr, brauchen wir jetzt, kommen wir nicht mehr drum herum, haben die quasi einen luftgekühlten Motor genommen und die ganze Wasserverrohrung mehr oder weniger drum herum gebaut. Mit so kleinen Plastikröhrchen. Das hat übrigens der Kollege Janis Hester, glaube ich, von 9FF in dem JP-Video letztens mal ganz nett erklärt. Und für diese Scheiße muss der Motor raus. Weil das Ding sieht sonst einfach aus wie so ein Sieb. Ja, da läuft dann überall das Wasser raus aus der Karre. So schnell kannst du gar nicht gerade ausgucken, wie das Ding undicht wird. Hatte ich bei meinem eigenen Ocean 97 Turbo. Da hat der Vorbesitzer, ich glaube, für 8.000 oder 10.000 Euro den Motor ausbauen lassen und die ganze Scheiße machen lassen. Das Auto hatte allerdings schon 197.000 Kilometer runter. 180 Tage lang hat es niemand geschafft, das Ding zu verkaufen. Übelst viele Anrufe waren auf die Karre drauf. Ich meine irgendwie 60 Anfragen oder sowas. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein guter Verkäufer bin oder sowas, aber ich meine es jetzt wirklich ernst, ich stand da hinten im Büro, das Telefon klingelt, es ruft irgendein Bulgare, Kroate, ich weiß es nicht mehr ganz genau an, sprach Deutsch und fragte mich nach diesem Auto. Da habe ich dem erklärt, was an dem Ding alles gemacht wurde, was die Nachlackierungen sind, warum die gemacht wurden. Da habe ich dem die Unterlagen rübergeschickt per WhatsApp, der hat sich das angeguckt und hat das Auto einfach gekauft. Der hat das überwiesen, dann haben die das hier abgeholt und der war glücklich. Und der ist mit dem Ding vom Hof gefahren, war ein richtig geiles Auto. Aber da hatten wir bestimmt, also ungelogen, auch hier auf dem Hof, die kompletten Lutscher am Start. Da hat jeder was anderes an dem Auto zu meckern gehabt. Was für ein, die komplette Katastrophe war für den nächsten, von gar nicht mehr relevant. Deswegen sag ich immer, du kannst ein Auto hinstellen, drei Kunden das Auto zeigen und du hast 5 verschiedene Meinungen, ich verspreche es dir. Weil 2 von diesen Heinis haben da irgendeinen Besserwisser dabei, der alles kann. Wenn die dann ihren Schlauberger mitbringen, Alter, um Gottes Willen. Ey, überleg dir genau, wer du mitbringst. Ne? Das muss wirklich einer sein, der liberal ist, weil die meisten sind nie liberal. Ja, du brauchst keinen BMW-Fahrer, BMW-Enthusiasten zu einem, ich will mir einen Mercedes kaufen, mitbringen. Dann kannst du ja lassen. Du kaufst nie einen Mercedes, du kaufst auf jeden Fall irgendwann einen Skoda dann. Deswegen habe ich keine Lust mehr auf Verkaufen, deswegen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Dieses Gelaber immer. Da musst du wirklich Eier haben. Da musst du wirklich trotz deiner Nerven haben. Viele sagen immer, ja, Enrico, deine Nerven möchte ich haben. Nee, ich möchte die Nerven der Verkäufer haben, weil ich hätte da gar keine Lust, mir das Gequatsche anzuhören. Weil viele erzählen ja dann auch wirklich
wildesten Scheiß, nur damit der Preis irgendwie nach unten geht. Aber wirklich, also eine gewisse Seriosität möchte man ja bewahren. Weil wenn ich irgendwie ein Auto vorfinde, was 50.000 Euro kostet und erzähle eine halbe Stunde lang, was alles Scheiße an diesem Auto ist, ja, auf einen Zehner weniger würde ich es trotzdem kaufen, dann würde ich dir nur sagen, warum willst du ein scheiß Auto kaufen? An deiner Stelle wäre ich ja schon nach einer halben Stunde wieder gegangen. Was willst du noch hier? Hä? Das passt da alles nicht zusammen. Und überleg mal, was du jetzt willst. Sicherlich mag ich für den einen oder anderen wieder arrogant und überheblich klingen. Das mag ja auch alles sein. Damit kann ich auch umgehen, um ehrlich zu sein. Aber das ist einfach die Wahrheit. So ist das mit diesen Autos. Und ich kann auch keinen empfehlen, das schürt das Ganze ja noch weiter, ein Auto zu kaufen, was nie lupenrein von der Historie ist, wirklich lupenrein, mit der Gewinnabzielungsabsicht, ja, weil die reiten alle auf demselben Thema rum. Alle, wirklich ausnahmslos. Eigentlich sind das gefühlte 3 Videos schon wieder. Ich sage jetzt auch mal die Autos, die gut geklappt haben, ja. Das war hier ein 718 Cayman GTS. Warum? Das Ding war wie neu. Der Käufer hatte das nötige Kleingeld, der war seriös und das Ding hat noch eine Approved oder hätte noch eine Approved locker bekommen. An dem Auto gab es einfach nichts zu meckern, da war erste Hand oder sowas. Und hatte keine Nachlackierung, keinen Unfall, nichts, gar nichts. Und das Auto, also da gab es eigentlich auch nichts zu heulen. Und wenn du jetzt mal guckst, wir haben den damals für 73,9 verkauft. Wollen wir mal gucken, was so ein Scheißding jetzt kostet, so ein Cayman GTS? Ist so ein Ding teurer geworden? Was ist denn eure Meinung? Schreibt es mal in die Kommentare. Ist so eine Karre teurer geworden in den letzten anderthalb Jahren? Das war ein 2018er, der hatte damals 7.000 Kilometer runter. Lass uns den jetzt mal bis 20.000 Kilometer suchen. Hier weiß ich, bei dem der erste Cayman, der im Netz steht, der hat eine wilde Geschichte, kriegst du, glaube ich, eher schwierig verkauft. Und dann geht es auf über 80. Also das Auto ist jetzt ein 10er Mehrwert, im Zweifel. Der hat auch Kreide als Farbe gehabt, glaube ich. Und das Ding ist ein 10er als Mehrwert. Ne? Das war auf jeden Fall kein Fehler, das Ding zu kaufen. Das G-Modell hier, das Targa, der SC Targa, ging easy weg mit 330.000 Kilometer runter nach Frankreich. Ging der. Der Typ hat sich auch ein zweites Loch in den Arsch gefreut, weil das Auto echt nicht schlecht war. Und das war auch ein sehr gutes Auto. Dann haben wir mal einen 997 Turbo gehabt. Der ging auch wirklich spitzenmäßig weg. Ja. Das war ein sauberes Ding, da kam hier auch ein Geschäftsmann rein. Der hat sich die Kiste hier vorne, die haben das Auto noch nicht mal weggepackt, weil wir da schon gesagt haben, du weißt was, wer weiß, was das für einer ist. Der meinte, der kommt mal vorbei, der guckt mal. Da kam, der hat schon Schlüssel geben lassen, hat sich das Ding angeguckt. Mit dem Kollegen habe ich über den Preis noch verhandelt. Das Auto war aus zweiter Hand, der war unfallfrei, nachlackierungsfrei, der war deutsch, der hatte rund 45.000 Kilometer und der hat ein PZ-Checkheft. Das Ding hast du hier verkauft natürlich wie geschnitten Brot. Und jetzt kommen wir zu dem Auto, um was es eigentlich geht. Das haben wir schon eine halbe Stunde Videofolge gefühlt. Aber das musst du immer raus. Das ist so die ganze Aggression, was den Handel mit den gebrauchten 911 Kraftfahrzeugen so mit sich bringt. Ich sage ganz ehrlich, also ich wollte kein Porsche-Tuner sein. Ich wollte kein Porsche-Händler sein, der gebrauchte Porsche, alte Porsche handelt. Ganz alte mag vielleicht gehen, aber so die Autos, die so um die 20, 25 Jahre alt sind, Gottes Willen, da musst du teuer sein, da kannst du nur die Creme de la Creme Fahrzeuge nehmen. Weil, wenn der Kunde dich am Telefon seine Standardfragen abfragt, obwohl du schon im Inserat veröffentlicht hast, fragt er dich dann alles nochmal ab, dann wirst du überall Ja sagen und dann fragt er dich als allerletztes meistens oder manchmal auch als allererstes, was geht denn am Preis? Und dann sagst du, das haben sie sich gerade selber schon beantwortet. Ich habe schon mal zu Ihnen am Telefon gesagt, den Fall hat man schon. Wenn Sie sich Ihren Fragenkatalog gerade nochmal durchgucken, werden Sie feststellen, dass ich einer der wenigen bin, der alles mit Ja oder zumindest im grünen Bereich beantworten konnte. Ja, aber das ist ja eine ganz andere. Dann fangen die an zu erzählen. Der Händler sowieso, der hat nochmal ganz andere, viel billiger. Du, da habe ich schon wirklich keinen Scheiß, ich habe mit Kunden schon das Spiel gespielt. Dann nehme ich mir die Zeit, gucke mir das Auto an und sage, haben Sie schon gesehen, dass die Scheiben vorne getönt sind? Soll ich Ihnen mal sagen, wo das Auto herkommt? Ja, nicht zu mir hat der Verkäufer gesagt, es ist ein deutsches Auto. Das Ding kommt aus Dubai oder Abu Dhabi oder irgendwo aus der Ecke. Sicherlich war das mal ein deutsches Auto, das kann ja sein. Aber die Zeit vom Erbauen, bis es wieder hier irgendwie am Markt kommt, war es nicht in Deutschland. Versprochen. Egal. So, jedenfalls hat schon oft genug die Geschichte. Ne? Und die Leute schreiben das ja auch nicht ins Netz rein. Bewusst nicht, weil die dann wissen, da generierst du die Hälfte Traffic, aber ich hätte gar keine Lust auf, wo kommt das Auto her? Aus Dubai. Warum schreiben Sie das nie rein? So, und dann haben wir jetzt vor einiger Zeit, schon eine Weile her, das ist wirklich eine kuriose Kundenstory, muss ich wirklich sagen, das ist wirklich eine kuriose Kundenstory. Sowas habe ich auch noch nie erlebt und ich hoffe, dass es nie erfunden, also das ist eigentlich wirklich schwierig, das ist wirklich schwierig, weil irgendwie hoffe ich, dass es nie erfunden ist, aber irgendwie hofft man es ja irgendwie doch. Weil, pass auf, wir haben hier verkauft in 997 Carrara MK2 als Handschalter. Seltenes Auto, da hatte so eine Elfenbeinfarbe drauf, was recht selten ist. Ne? Mit einem schönen, ich sag's mal,
schokobraunen Leder drauf. Und bei den Jungs hieß das Ding hier immer Taxi. Ich fand den persönlich geil. Der fuhr mega, also Porsche MK2, Sauger, Handschalter, mega geil. Mit Schaltwegeverkürzung, super cooles Auto zum Fahren. Sitzklima hatte da drin und, war zweiter Hand, deutsches Auto. War wirklich ein cooles Teil. Ja? Hatte auch ein lückenloses Scheckheft, ja, bei PZ. Und jetzt kommt's. Dann hat der Kollege hier einen Kunden dafür gehabt. Der fragte das hier irgendwie an. Dann hat er sich entschieden, das Ding sich zu reservieren. Und hat dann uns seinen Personalausweis herumgeschickt. Wie telefonisch besprochen, plane ich die Anreise für heute Abend und würde morgen so gegen 10 bei Ihnen sein. Also sprich, der hat einen Tag vorher seinen Ausweis geschickt, weil wirklich der Kollege hatte noch einen zweiten Interessenten für das Auto. Der hatte wirklich noch einen zweiten, in dem Moment, der ernsthaftes Interesse an diesem Kraftfahrzeug hatte. Das Ende vom Lied war dann, dass dann der Kollege, mit dem, der das Auto dann auch final gekauft hat, schneller war. Und hat seinen Ausweis rumgeschickt und dann hat er einen Vertrag rausgeschickt. Und am nächsten Tag stand er wirklich Tatsache hier auf der Matte. Und der Porsche hatte vorne auf der Stoßstange ungefähr so, ich weiß nicht, vielleicht so die Größe, so 10 cm vielleicht, eine Klarlackabplatzung. Da hat sich der Klarlack von dem Stoßfänger gelöst, war wahrscheinlich schon mal nachlackiert, wegen Steinschlägen, sehr wahrscheinlich, typisch für die Autos. Hat sich das Ding hier gemeinsam angeschaut, ist es Probe gefahren, hat dann noch hier nochmal über den Preis verhandelt neu. Sprich, wollte noch die Lackierung haben, dann hat der Kollege gesagt, pass auf, wenn wir die Stoßstange jetzt lackieren komplett, dann müsstest du halt irgendwie 200 Euro bezahlen. Und da hat man sich darauf geeinigt, dass man sich reinteilen die Kosten, also jeder ein Hulli, was fair ist. Und dann hat man dann den Kaufvertrag hier vor Ort, ist das übrigens da, der Kollege, der Käufer saß hier. Hat dann hier, ich war auch dabei, im Beisein hier, den Kaufvertrag hier vor Ort unterschrieben, nochmal, mit einem geänderten Kaufpreis. Dann haben wir das Auto quasi vereinbarungsgemäß dann den Stoßfänger demontiert, den zum Lack geschafft, lackieren lassen, wieder dran gebaut. Dann hat er hier dann nochmal per Mail im Nachgang darauf hingewiesen, auf irgendein, was wir nochmal kontrollieren sollen, irgendwie ein Rubbeln, ein Knarzen. Ne? Also hier bestätigt er ja auch nochmal, dass er hier war und Probe gefahren ist und so weiter und so fort. Hat auch hier eine Probefahrvereinbarung unterschrieben, noch dazu. Der Kollege konnte hier nicht gleich antworten, deswegen hat er dann einen Tag später geantwortet. So, und jetzt geht's los. Das ist dann ungefähr nach Kauf eine Woche, knappe Woche später, 6 Tage später. Und sowas, ganz ehrlich, habe ich noch nie erlebt. Ich hoffe, sowas werden wir auch nie wieder erleben. Ich wünsche sowas auch gar auf jeden Fall niemanden. Ich hoffe aber auch nie, dass es erfunden ist. Aber wir kommen gleich dazu, warum dann hinterher sich so ein bisschen der Verdacht aufschlägt, dass das erfunden ist. Herr Schrieber hier, nachdem ich letzte Woche mit großer Vorfreude das Porsche Cabrio bei Ihnen gekauft habe, wurde mir diese Woche jetzt durch einen ärztlichen Befund, in Klammern bösartiger Hirntumor, komplett genommen. So Smileys hier, so hier. Eigentlich war der vor 8 Tagen getätigte Arztbesuch eher eine Routine, die sich jetzt leider anders entwickelt und vieles verändern wird. Aus diesem Grund möchte ich Sie bitten, den Kaufvertrag aufzulösen. Ich kenne durchaus die rechtlichen Voraussetzungen bei einer, in Anführungsstrichen, rechtlichen Voraussetzungen bei einer solchen Stornierung und würde Sie daher aber bitten, mir den besagten Grund eine entsprechende Kulanz einzuräumen. Natürlich übernehme ich die entstandenen Kosten. Mit der Bitte um Antwort und entsprechenden Vorschlag einer kulanten Rückabwicklung. Der hatte hier dann auch schon Geld überwiesen, und zwar Geld angezahlt im Bar, 16.000 Euro. Also hier war, die hat er mitgehabt, hat hier quasi 16.000 angezahlt in Cash. So, und dann habe ich gesagt, da wir, um ehrlich zu sein, schon wildeste Geschichten wirklich auch vom eigenen Personal schon erlebt haben, wo die wildesten Storys erzählt wurden, war ich natürlich erstmal komplett geschockt. Ich dachte so, eine Scheiße, Mensch, wie kann man nur so viel Pech haben? Wie kann das sein? Weißt du, ich meine? Da bist du erstmal baff und sagst, naja, gut, komm, ne? Scheiß einfach drauf. Dann ruf mal den anderen Kunden an und frag mal, ob der noch Interesse hat. Und dann habe ich das abends irgendwie dann beim Mittagessen der Abendbrot dann der Lisa erzählt, was passiert ist. Da sagt die, echt? War auch völlig entsetzt. Und da hat sie gesagt, schick mir mal die E-Mail. Da war die komplett entsetzt erstmal, da haben wir darüber gesprochen, was man in dem Fall macht und was so, jetzt mal ohne Scheiß, was wären denn eure Gedanken? Wenn du einfach zu einem routinemäßigen Untersuchung gehst und der sagt dir, pass auf, Alter, das steht hier gerade auf Messerschneide. Das kann so sein, das kann aber auch so sein. Was sind deine ersten Gedanken? Da kam mir das dann auch und habe gedacht, was würdest du machen? Und muss ich ganz ehrlich sagen, sowas geht mir ein bisschen nahe, ich sage dir ganz ehrlich, weil dann hat die Lisa sich den Text durchgelesen. Denkt da eine Weile drüber nach, sitzt mir so gegenüber und guckt mich an und sagt, ich glaube denn das nicht. Warum nicht? Wieso?
Denkst du, das denkt sich doch keiner aus, Mensch. Das, so geisteskrank kann doch keiner alleine sein, sich so eine Scheiße auszudenken. Nur um aus einem scheiß Kaufvertrag von einem scheiß Auto rauszukommen. Und dann sagt die, ja, aber wenn ich den Text jetzt so lese, lies den nochmal. Würdest du so schreiben, wenn du einen bösartigen Gehirntumor hast? Wäre das deine erste Sorge? Es muss ja einen Befund geben, Anamnese oder irgendwas, wo drauf steht, Mensch, scheiße. Dann soll er halt das Schwärzen uns einfach das zuschicken und gut ist, und dann ist er raus aus dem Vertrag. Damit wir zumindest nicht den faden Beigeschmack wieder mal haben, dass wir verarscht werden. Ja? Auf eine ganz üble Art und Weise. Die Lisa sagt dann eben auch so, und jetzt haue ich mal was Privates raus. Und zwar haben wir im ersten Verwandtschaftskreis der Lisa, die Siri, die hatte vor 7 Jahren, danke, zum 15. Geburtstag, genau, hat sie die Diagnose bekommen, Gehirntumor. Und weißt du, wie man das feststellt? Weißt du, wie zu so mal, ich war selber schon in der Röhre, in MRT, mit Kontrastmittelspritzen und so ein Scheiß. Da gehst du nicht einfach zum Arzt und sagt die Lisa, oh, da gehst du nicht zum Arzt und machst einen Zufallsbefund. Ich gehe mal zu, er schreibt ja, ein bösartiger Gehirntumor, also sie sagt gerade, das hängt vom Tumor ab, es gibt 4 Grade, und der muss erstmal klassifiziert werden. Da muss also erstmal, du gehst ja in die Röhre, dann gehst du das Kontrastmittel spritzen, dann gucken die das an, dann sehen die, da ist was, und dann müssen ja noch weitere Untersuchungen stattfinden, ne? Genau, und dann finden erst die richtigen Untersuchungen statt in die Richtung. Was? Dann wird er klassifiziert. Dann gibt es 1, 2, 3, 4. 4 ist, glaube ich, Endstation. Ne? Die Lisa hatte sich mit dem Thema ja damals, wo die Mama erkrankt war, intensiv beschäftigt und wusste sofort, dass sie das nie abkauft. Also sind da noch einige Untersuchungen notwendig, um dann überhaupt zu sagen, was ist jetzt genau da gehauen und gestochen? Wie sieht's los? Also die Hausärztin hat dir nie gesagt, so, du musst operiert werden, das geht dann los. Davon warst du also noch Wochen entfernt. Und das ist halt das, wo die Lisa gesagt hat, das kann eigentlich gar nicht sein. Das, bei einem Gehirntumor wird das, glaube ich, anders agiert. Ne? Also ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall ist das bei der Siri Gott sei Dank dann gut ausgegangen. Ne? Und warte mal ganz kurz, na eben, wir können mal gucken, wann das war. Der hat gekauft am 18.01. Wenn das vor 8 Tagen war, muss er am 10.01. muss er beim Arzt gewesen. Genau, 10.01. Wir versuchen das jetzt gerade mal ein bisschen auseinanderzudröseln. Das Video dauert dann doch leider länger, Julian, aber so ist. Das heißt also aber, der war ja hier unterschreiben am 13., nachdem er bei der Untersuchung schon war, deswegen. Verstehst du? Also er war im MRT und hat dann quasi, ist dann hierher gekommen und hat das Ding quasi gekauft. Du gehst aber nicht aus Spaß ins MRT, sondern du gehst da dahin, weil du ja irgendwie ein Problem hast. So, und jetzt kommt aber der Punkt, wo ich dann auch gezweifelt habe. Bis dahin war ich fest der Überzeugung, sowas denkt sich keiner aus. Weil mit sowas macht man keine bösen Scherze. Das macht man einfach nicht. Und einen Tag später schrieb er uns, das ist kein Scheiß jetzt, ja, der hat uns geschrieben am 18.01. um 10.40 Uhr. Am 9. mit der Bitte wegen Krankheit den Vertrag zu annullieren und quasi sein Geld ihm wiederzugeben. Am 19.01. nachmittags 16.30 Uhr schrieb er, hiermit nehme ich von meinem gesetzlich festgelegtes Widerrufsrecht bezüglich Fernabsatzgesetz in Anspruch. Ich bitte Sie darum, mir die Bestätigung darüber, dass dieser Widerruf bei Ihnen eingegangen ist, zukommen zu lassen. Die Erstattung und die geleistete Anzahlung 16.000 Euro innerhalb von 7 Tagen aufs folgende Konto zu überweisen. Da erzählt er auf einmal, dass er ja für einen Absatz alles gemacht hat, aber er war ja hier und hat unterschrieben. Da hat dann die Lisa drauf geschrieben, dass sie das jetzt nie unbedingt glaubt, dass sie sich jetzt sicher ist, dass es erfunden ist mit dem Widerruf quasi, dass er ja für einen Absatz gekauft hat, was ja de facto nur in der ersten Instanz zutreffend war, aber er dann hier eine neue weitere Kaufentscheidung hier am Tisch getroffen hat, als er hier war und den Kaufpreis neu verhandelt hat. Deswegen ist das dort nie zutreffend. Und dann haben wir quasi Ihnen auch geantwortet, den Inhalt Ihrer Mitteilung vom 18.01. und zu Ihrem Gesundheitszustand haben wir mit Bedauern zur Kenntnis genommen und senden Ihnen beste Genesungswünsche. Ein Widerrufsrecht unter dem Gesichtspunkt des Fernabsatzgeschäftes sehen wir unbeachtet dessen auf Ihrer Seite nicht, da Sie die Unterschrift hier vor Ort im faktischen Wege des Ladengeschäfts geleistet haben. Gleichwohl wären wir natürlich, obwohl dazu eine Verpflichtung nicht besteht, gegebenenfalls ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, Ihnen entgegenzukommen. Soweit uns geeignete Nachweise durch Sie vorgelegt werden, die Ihre plötzliche Erkrankung bestätigen, würden wir einer Rückabwicklung gegen Zahlung an einer Bearbeitungsgebühr von 1.000 Euro, hat man damals angeboten, zustimmen. Das war dann am 21.01. haben wir Ihnen darauf geantwortet. Wir verkennen nicht, dass Sie nicht verpflichtet sind, uns Nachweise Ihrer Gesundheit vorzulegen, gleichwohl aber sind wir auch nicht verpflichtet, Verträge wegen gesundheitlicher Probleme unserer Kunden hinfällig werden zu lassen. Insofern gehen wir derzeit und vorerst weiter
von einer Abnahme und Bezahlpflicht ihrer Seite, auf ihrer Seite aus. Da hätte ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt wirklich einen Zettel geschickt hätte, hätte ich gesagt, komm, gib dir das Geld wieder und fertig. Das hat er nie gemacht. Und dann ist er direkt zum Anwalt. Das Erste, was ich gesagt habe zum Kollegen, ist, ruf ihn einfach mal an und red mal mit ihm, was wir jetzt machen wollen. Wie es ihm geht und was wir vielleicht tun können. Und, ne? Ich weiß nicht mehr genau, ob er den auch ans Telefon bekommen hat. Ne? Ja, dann hat er hier geschrieben, sehr geehrter Herr, sowieso erstmal danke für Ihre Genesungswünsche. Nachdem ich leider erst jetzt die Nachricht von Ihnen erhalten habe, das kann ich jetzt nie beurteilen, weil gesendet haben wir das irgendwie am 19. Hatte ich zwischenzeitlich Kontakt mit meinem Anwalt, der mich darauf hingewiesen hat, dass mein mit Ihnen abgeschlossener Vertrag unter das Fernabsatzgeschäft gefällt und ich somit das Recht auf Widerruf habe. Die von Ihnen geschilderte Version, dass dies nicht der Fall ist, kann ich leider nicht bestätigen und nachvollziehen. Ich habe per Mail den Vertrag geschickt sowie unterzeichnet und dieser wurde auch am 12.01. per Mail von Ihnen bestätigt und auch nie aufgehoben. Der behauptet, niemals hier gewesen zu sein. Kunde, wir haben den hier auf Videokamera gehabt. Sein Auto stand da vorne, Arota Audi TT, altes Modell. Pass auf, jetzt wird's lustig. Daher sieht mein Anwalt das ganz klar Recht auf Widerruf. Es gibt keine andere Bestellung. Es gibt auch keine andere Bestellung als die vom 12.01. An der Stelle war mir klar, der verarscht uns. Und jetzt der Witz. Meine getätigte Unterschrift vor Ort. Erst sagt er, er war ja nie da. Es gibt auch keinen anderen Vertrag. Und dann schreibt er jetzt, meine getätigte Unterschrift vor Ort bezieht sich lediglich auf die 100 Euro, die für die Nachlackierung am Stoßfänger zahlen, die ich für die Nachlackierung am Stoßfänger zahlen sollte. Es handelt sich hier immer noch um die Bestellung vom 12.01., wie ich vorab unterschrieben habe, mit Ihnen getätigt habe. Also er hat das so gesehen, dass es quasi jetzt einfach nur dann nochmal die Erweiterung des Geschäftes war. Nee, er hat sich das Auto reserviert, er ist hierher gekommen, hat das Ding angeschaut, Probe gefahren, hat einen Mangel gefunden, demoniert einen neuen Kaufpreis, Gesamtkaufpreis vereinbart. Sprich, also der Kaufpreis ging dann von 65.000, 64.000 Euro jeweils um einen Hunderter nach oben. Meine getätigte Unterschrift bezog sich auf die 100 Euro, die für die Nachlackierung bla bla. Ich hätte gerne eine einvernehmliche Lösung mit Ihnen gefunden. Bitte um Ihr Verständnis, dass ich keine weiteren persönlichen Dinge bzw. meine Erkrankung an Sie weiterleiten kann und werde. Sollte Ihrerseits trotzdem Interesse an außergerichtlichen Lösungen bestehen, so lassen Sie mich das wissen. Ansonsten würde ich meinen Widerruf festhalten und den Vorgang anwaltlich gerichtlich lösen. Eine kurze Anmerkung. Ich bin an dieser Entwicklung auch nicht erfreut und hatte eigentlich mich auf das Fahrzeug gefreut. Die Gespräche mit Ihnen bla bla waren sehr nett, bla 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 blub. Dann haben wir Ihnen nochmal darauf geantwortet, dass wir dort nochmal daran interessiert wären, dort das außergerichtlich zu lösen, wenn er uns dann zumindest irgendwie einen Hinweis gibt, dass wir dort nie veralbert werden von ihm. So, jetzt die Frage, und dort an der Stelle war ich wirklich auch hin und her gerissen, stimmt das oder stimmt das nicht? Ja? Letzten Endes ist jetzt Folgendes passiert, wir haben dann irgendwann gesagt, du weißt was, dann ist er natürlich direkt, keine Ahnung, ich glaube 2 Tage oder 3 Tage später hat man Post vom Anwalt, von seinem Anwalt im Kasten. Da hat er dann wirklich ohne Scheiß noch behauptet, dass der ja niemals hier gewesen wäre. Obwohl er uns ja hier schreibt in den E-Mails, dass er hier war. Also da merkst du, dass offensichtlich jedes Mittel recht ist. Der Anwalt hat dann von irgendwelchen Erkrankungen oder sonst was in keiner Silbe mehr geredet. Der hat nie immer gesagt, Gesundheitszustand oder ärztliche Betreuung, Krankenhausaufenthalt, irgendwas, gar nicht, nichts, gar nichts. Klar, bezieht er sich nur auf die Fakten, keine Frage. Aber ich denke, du, ganz ehrlich, wenn du bei Gericht auslegen kannst, dass der Mandant krank ist, schwer krank, dann ist das wahrscheinlich vielleicht sogar eher ein Vorteil. Und da frage ich mich, Kunde, also jetzt mal ohne Scheiß, das kann da eigentlich gar nicht angehen. Das denkt sich ja eigentlich keiner aus. Sowas macht man ja nie, oder? Also das macht man doch nie. Weil da gibt es wirklich Leute, die kämpfen ums Überleben. Und im Zweifel nimmt irgendeiner so eine Erkrankung als Begründung daher, warum man jetzt das Auto nicht mehr kaufen kann. Und da, an der Stelle, habe ich wirklich meinen Glauben an diese Porsche-Fahrzeuge und die Käuferschicht von gebrauchten Autos irgendwie ein bisschen verloren. Das sage ich dir ganz ehrlich. Wie ist das geendet? Das erzähle ich euch jetzt. Und zwar ist dann Folgendes passiert, dann ging das hin und her. Die behaupteten, der war nicht da und das wäre alles Fernabsatz gewesen, alles totaler Quatsch. Wir haben natürlich gesagt, guck mal hier, der hat hier unterschrieben, der hat hier Probe gefahren, hier gibt es Zeugen, dies, das, Ananas. Der hat den Kaufpreis verhandelt, der hat hier eine neue Kaufentscheidung getroffen. Das ging dann ungefähr ein halbes Jahr hin und her. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt reicht's. Jetzt ist mir das zu blöd, die Scheiße. Wir hauen das Auto jetzt ins Netz und gucken, ob wir jetzt einen Käufer dafür finden und fertig. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann kam auch relativ zeitnah jemand
vernünftiges, Gott sei Dank, wirklich. Ich habe schon gedacht, hier kommen nur noch Verrückte auf solche Autos, ja. Dann kam dann jemand Vernünftiges, der war komplett sachlich, hatte Plan, wusste, was er wollte, hat das Auto angeguckt, hat Probe gefahren, hat es gekauft, bezahlt, fertig. Dann haben wir also Folgendes gemacht. Wir haben die 16.000 Euro Anzahlung genommen, haben unsere Kosten angeguckt, also Zinskosten und die Reparaturkosten, haben irgendwie davon den Betrag in Abzug gebracht und haben den Typen dann sein Geld zurücküberwiesen. Scheiß drauf, ob nur gelogen oder nie gelogen, sei es mal dahingestellt. Wenn es der Wahrheit entspräche, kann ich leider nicht bis jetzt nachvollziehen, warum er nie einfach gesagt hat, hier, das ist der Zettel. Und dann, ich fand das halt dann so krass, die Behauptungen, dass er nie hier gewesen wäre und so, das fand ich dann schon ein bisschen wild. Dass er ja hier dann nur den Vertrag erweitert hätte, so ungefähr. Das spielt gar keine Rolle, wir hätten auch den alten Vertrag nehmen können. Die sagen wir mal, 50.000 Euro durchstreichen und 50.100 daneben und das Ganze hier unterschreiben nochmal, dann ist das ein neuer Vertrag. Es tut mir leid, aber es ist halt so. Und das wusste der wahrscheinlich auch schon vorher, dass das schwierig wird, aus der Nummer rauszukommen. Deswegen hat er sich überlegt, ich brauche jetzt hier was ganz Dickes im Zweifel, so war die Theorie mancher hier. Ich brauche jetzt hier was ganz Dickes, um hier rauszukommen aus der Nummer. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich weiß, das ist ein äußerst schwieriges, prekäres Thema. Wir haben schon die wildesten Sachen gehabt, mit Herzinfarkt gehabt und so ein Zeug. Haben wir alles schon erlebt. Du, da haben wir den Kunden, haben wir auch schon wirklich gehabt, keinen Scheiß. Auto verkauft, der Kunde hat bezahlt und dann soll es zur Abholung kommen, der kam aber nie. Und wir haben den nie ans Telefon bekommen. Und dann ist der ist leider einfach umgefallen und hat einen Herzinfarkt. Dann haben wir den Wochen nicht ans Telefon bekommen und dann haben wir den irgendwann mal an die Muschel gekriegt und dann siehe da, der hat einen Herzinfarkt in der Reha. Das kann passieren, das wünscht man niemandem. Ich hoffe auch nie, dass man sich das ausdenkt. Selbst wenn es der Wahrheit entspricht, hoffe ich, dass es den Käufer gut geht, dass er es überstanden hat, wenn es dem so ist. Was ich eigentlich irgendwie nie hoffe, aber weißt du, ich meine? Also das ist komisch, ne? Du hoffst nie, dass er krank ist, hoffst aber auch nie, dass der mit sowas um die Haare geht und sich das ausdenkt. Also wie gesagt, schwieriges Thema. Lasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Würde mich wirklich interessieren, was ihr darüber denkt, wie ihr gehandelt hättet. Bitte unter der Maßgabe, dass dir hier jeden Tag Scheiße erzählt wird. Also Freunde, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ein ziemlich langes Video leider geworden, aber das ist halt die Porsche-Story. Ich bin raus. We